Johannes, wir haben ja eben schon ein bisschen was gehört, was das Publikum erwarten wird in der kommenden Saison. Sie sind auch wieder auf der Bühne mitzusehen. Worauf freuen Sie sich denn persönlich am meisten? Ne, ich freue mich grundsätzlich über diesen wieder sehr vielseitigen Spielplan. Ich war von einem absoluten Drama bis hin zu einem schönen Musical. Ich habe auch noch das Glück, in beiden Kontrapunkten sozusagen mitzuspielen. Ich spiele ja Eines langen Tages Reise in die Nacht von O'Neill. Da freue ich mich sehr drauf. Ein wunderbares Familiendrama, absolute Weltliteratur. Und ich habe auch die große Freude, in Kooperation mit dem Seefestival, wo ich ja seit Jahren nicht nur spiele, sondern auch generell aktiv bin, mit großer Freude, das Musical Addams Family zu spielen. Da spiele ich den Onkel Fester. Brauche ich, glaube ich, nicht allzu viel zum Stück zu sagen. Ich freue mich auf beides wirklich sehr. Hier das Schlossparktheater, es ist ja, kann man sagen, fast ein Familienbetrieb. So, Ihr Vater ist dabei, Christiane ist dabei, Sie sind mit dabei. Wie fühlt sich das an, so mit der Familie zu arbeiten? Ne, wir arbeiten ja nicht direkt zusammen. Ich habe ja früher hier tatsächlich das Marketing geleitet, das Vorderhaus und auch die Gastspielbuchung. All das habe ich mich ja ein bisschen zurückgenommen, weil ich ein eigenes Theater leite, das Theater Berliner Schnauze in Friedrichshain. Da fokussiere ich mich gerade vor allem drauf. Ich habe nämlich am 10. September die Premiere meiner allerersten Eigenproduktion, Corinna und David, eine Komödie in 19 Quarantänen. Handelt von zwei jungen Menschen, die sich eben über das Internet kennengelernt haben zu Beginn des ersten Lockdowns. Wie man sich normalerweise getroffen hätte im Restaurant, geht natürlich nicht. Deswegen treffen sie sich bei ihm zu Hause, bestellen Pizza. Sie betrinkt sich allerdings so sehr, dass sie nicht mehr nach Hause gehen kann. Am nächsten Morgen stellen die beiden fest, das mit uns passt überhaupt nicht. Und in dem Moment klingelt es an der Tür. Gesundheitsamt, der Pizzabote, der geliefert hat, ist positiv auf Corona getestet worden. Und sie müssen jetzt hier 14 Tage zusammen in Quarantäne verbringen. Und dann ist natürlich ein extremes Pointenpotenzial geboten. Darauf fokussiere ich mich gerade vor allem. Okay, also das hört sich ja spannend an. Dann ja. Einmal Stichwort Corona-Zeit. Ja. Für viele war es eine harte Zeit. Herr Hallervorden hat auch schon gesagt, Ihr Vater hier im Theater haben auch viele gelitten. Wie haben Sie die Zeit erlebt? Naja, mit gemischten Gefühlen. Also wir haben natürlich hier Livestreams gemacht, wir haben die Zuschauer weiter unterhalten. Es war eine sehr schwierige Zeit, insbesondere für viele Kollegen. Ich hatte das Glück, natürlich auf Kurzarbeit beschäftigt zu sein für die Produktionen, die ich gespielt hätte in dem Zeitraum. Für andere sah das natürlich anders aus. Was natürlich schlimmer ist, sind die Nachwirkungen. Die Zuschauerzahlen waren ohnehin schon unten durch Corona und jetzt kommt die steigende Inflation. Das heißt, die Leute sparen natürlich zuerst in Freizeit. Ich möchte die Leute hiermit dazu aufrufen, möglichst nicht in Kultur zu sparen, denn die Zuschauerzahlen sinken rasant weiter. Muss es in Zahlen sagen, es zieht zwar gerade an, ich sehe einen Aufwärtstrend, aber ich habe bei mir im Theater Berliner Schnauze derzeit eine Auslastung im September zu erwarten unter 20%. Und das ist natürlich fatal, deswegen muss ich den Leuten halt auch, so wie es tut, so knallhart sagen, wie es ist. Wenn sie länger wegbleiben, dann sind wir auch irgendwann weg. Das ist leider so, wie es ist und das betrifft jedes Theater momentan. Man hat hier heute gespürt und auch gehört, viele Künstler oder fast alle eigentlich sind mit wahnsinnig viel Herzblut und Einsatz und Liebe dabei. Das Ganze kostet ja auch viel Kraft. Was tun Sie? Woher nehmen Sie Ihre Kraft? Was tun Sie überhaupt, um fit und gesund zu bleiben? Wissen Sie, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich halte mich gerade wirklich fit mit Arbeit. Ich habe jetzt beim Seefestival durchgehend gespielt. Wir wollten eigentlich Spamalot spielen, ein großes Musical. Leider hat es der Vorverkauf und auch ein Corona-Fall im Ensemble nicht erlaubt, die Produktion durchzuführen. Stattdessen habe ich dann mit dem Festivaldirektor Martin Sand zusammen ein Zwei-Mann-Programm gespielt mit Chansons von Jacques Brel, den wir Gott sei Dank schon drauf hatten. Damit konnten wir das Seefestival in Anführungsstrichen dieses Jahr retten. Wir haben die Bühne zum Teil selber aufbauen müssen, weil niemand da war. Die Bühne wurde zusammengeliehen von verschiedenen Theatern, Podesterie. Dann habe ich bei mir im Theater parallel einen Wasserschaden gehabt, einen recht schweren, hat es reingeregnet. Gleichzeitig die hohen Produktionskosten, die da sind. Momentan muss ich auch ehrlich sagen, das greift natürlich auch den Geist an. Das ist wirklich anstrengend. Aber man kämpft ja weiter. Das ist ja das, wofür man brennt. Und sei es hier im Schlossparktheater oder bei mir in meinem Theater, wir versuchen durchzuhalten und uns durchzukämpfen und mit sehr, sehr hoher Qualität die Leute weiterhin zu binden. Nur so geht's. Wenn Sie so, ich sag mal, privat zu Hause am Küchentisch sind, vielleicht auch mit Ihrem Vater, was sind so die Themen, die Sie dann miteinander besprechen?
Also wir haben getrennte Küchentische, weil wir nicht zusammen wohnen. Aber wenn wir miteinander sprechen, geht es natürlich momentan wirklich auch sehr viel ums Theater und um darum, was man tun kann, um Himmels Willen die Zuschauer wieder zurückzubringen in die Theater. Wie gesagt, das betrifft ja nicht nur uns. Egal, wen ich anrufe in ganz Deutschland, alle erzählen mir Einbruch sondersgleichen. Das ist schon fatal für die ganze Branche und nach Corona ist das die nächste Bedrohung. Corona war die erste Bedrohung, da hat man mit Notfallhilfen Abhilfe geschafft. Und wenn sich jetzt ein Herr Scholz hinstellt und sagt, die Kulturförderung muss der Situation angepasst werden, ich weiß leider, was er damit meint, aber der Situation angepasst wäre genau das Gegenteil. Das muss ich ganz ehrlich sagen und ich empfinde das als eine absolute Unverschämtheit. Parallel gibt es in der Gesellschaft Diskussionen, im Moment Winnetou, kulturelle Aneignung, diese Themen. Wie sehen Sie das, wenn Sie das hören? Naja, also ich finde, man muss alles in einem geschichtlichen Kontext sehen. Ich verstehe, warum diese Aufregung da ist. Ich verstehe nur nicht die Auswirkungen, die es hat. Also man kann doch anders damit umgehen. Ich glaube nicht, dass diese Cancel Culture uns zu etwas führt, denn wenn wir sagen, das war mal so, aber das darf jetzt nicht mehr so sein, deswegen zeigen wir es nicht mehr. Wenn man das mal weiterdenkt, da lasse ich jetzt jedem Zuschauer einfach mal seine Gedankenspiele machen. Wo landen wir denn da? Wie stehen Sie zum Thema Gendern? Es ist ja auch ein Bereich, der unsere Sprache im Alltag vielleicht komplett verändert. Auch das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich verstehe sehr gut die Beweggründe dahinter und ich finde die sehr lobenswert. Ich finde die Art und Weise der Herangehensweise für mich falsch. Nun werden viele vorm Fernseher sitzen und sagen, ja, der ist ja auch ein Mann, der darf das ja gar nicht beurteilen. Sage ich, doch, weil ich soll ja so sprechen. Und ich möchte so ehrlich gesagt nicht sprechen, wenn ich mit einer Person spreche, die das ausdrücklich wünscht und ich nur mit dieser Person privat spreche, meinetwegen, aber ich werde garantiert niemals auf der Bühne oder bei einem Interview gendern. Das wird nicht passieren, das werden Sie von mir nicht hören. Sie haben in ein paar Tagen Geburtstag, Ihr Vater auch. Was wünschen Sie sich für sich? Also das größte Geburtstagsgeschenk wäre für mich, ich spiele auch an meinem Geburtstag selber in meinem Theater Berliner Schnauze, das größte Geburtstagsgeschenk wäre für mich, wenn die Leute Karten kaufen. Also das sage ich auch all meinen Freunden, um Gottes Willen, schenkt mir nichts, ich will nichts haben. Kauft einfach eine Karte, kommt ins Theater und dann trinkt noch einen an der Bar, das ist auch Umsatz. Kommt und helft mir, dass dieses Theater fortbestehen kann, das ich ja nun gerade erst aufgemacht habe mit meiner Co-Intendantin Josephine Striebeck-Kellner. Kommt und kauft Karten, das wünsche ich mir. Und was wünschen Sie Ihrem Vater? Das Gleiche. Dankeschön. Sehr gerne. Danke. Sehr gerne.